alles wird teurer. Und ich glaube, wir merken das alle, vor allem bei den Lebensmitteleinkäufen. Ich habe das Thema letztens schon ganz kurz in einem Vlog angerissen und ich dachte, ich mache da jetzt heute einfach mal ein ganz eigenes Video zu. In diesem Video erzähle ich, wie wir das aktuell handhaben und ich gebe euch insgesamt 10 Tipps, wie ihr es schaffen könnt, trotz der ganzen steigenden Preise im Moment in eurem Budget zu bleiben, beziehungsweise den Preis des Wocheneinkaufs vielleicht so ein kleines bisschen zu reduzieren. Manche Tipps habe ich an der einen oder anderen Stelle auf diesem Kanal schon mal gegeben. Ich habe jetzt aber noch mal alles gebündelt hier in diesem Video, was den Lebensmitteleinkauf betrifft, beziehungsweise auch Drogerieartikel findet ihr einen kurzen Hinweis zu. Manche Sachen sind vielleicht sehr naheliegend, manche aber auch irgendwo offensichtlich, aber trotzdem, ja, sind das Sachen, auf die man vorher vielleicht doch nicht so Acht gegeben hat. Wenn es euch weiterhilft, bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, weil das zeigt mir, dass das Video einfach für euch hilfreich ist und außerdem unterstützt ihr mich damit auch ganz doll. Und schreibt mir sehr, sehr gerne auch in die Kommentare, wie ihr das im Moment handhabt mit den ganzen steigenden Preisen. Habt ihr vielleicht auch noch einen super wichtigen Tipp? Schreibt den in die Kommentare, damit ich ihn lesen kann und alle anderen natürlich auch. Für diejenigen, die schon einige meiner Videos gesehen haben, für die ist dieser Tipp nicht neu. Aber falls ihr neu hier seid, hier mein Tipp Nummer 1. Gute Planung ist alles, auch was den Lebensmitteleinkauf angeht. Wir gehen wöchentlich einkaufen, das heißt einmal die Woche machen wir einen Großeinkauf und damit da auch wirklich nur das im Einkaufswagen landet, was wir brauchen, machen wir vorher eine Speiseplanung. Das heißt, wir überlegen uns 6 bis 7 Gerichte, die wir in der kommenden Woche kochen wollen und darauf basierend erstellen wir dann einen Einkaufszettel. Ich habe diesem Thema Speiseplanung schon mal ein ganz eigenes Video gewidmet. Falls ihr da mehr zu wissen wollt und auch noch mal so ein paar mehr Einsteigertipps erfahren wollt, ich verlinke euch mal das Video dazu hier oben unter dem i. Klickt da gerne hin, falls ihr da bisher noch überhaupt gar keine Erfahrung habt. Ich glaube, das Video kann da so ein bisschen weiterhelfen. Wichtig ist halt, dass man die Speiseplanung nicht nur anhand dessen erstellt, worauf man Lust hat in der Woche, sondern dass man vorher eine kleine Bestandsaufnahme macht. Was haben wir noch da, was wir in der folgenden Woche noch verwenden können? Heißt, bevor ich die Speiseplanung und den Einkaufszettel mache, gucke ich erstmal durch den Kühlschrank, was ist an Gemüse noch da, was verwendet werden kann und vor allem, was auch weg muss. Und ich gehe auch durch die Küchenschränke, was wir an Vorräten noch da haben, an Reis, Nudeln, Kichererbsen etc. Was davon können wir für die kommende Woche verwenden, sodass wir uns den Einkauf dieses Produktes sparen? Heißt, wenn ich sehe, es sind von der letzten Woche noch 2 Zucchini übrig geblieben, dann plane ich beispielsweise eine Zucchini-Pfanne für die kommende Woche. Wenn ich sehe, oh, wir haben auch noch genug Reis übrig, dann plane ich eine Zucchini-Pfanne mit Reis. Dann habe ich für ein Gericht die beiden Hauptzutaten schon da und muss sie nicht einkaufen. Absoluter Vorteil bei dieser Herangehensweise ist natürlich erstens, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden, weil man guckt vorher, was muss weg, was kann ich verwenden. Zweitens ist dadurch der Einkauf aus 2 Gründen günstiger. A, das, was man schon zu Hause hat, muss man logischerweise nicht einkaufen. Und B, durch den wöchentlichen Einkauf und nicht den täglichen oder zweitäglichen Einkauf, spart man Geld, weil man weniger Spontankäufe tätigt. Je häufiger man einkaufen geht in der Woche, desto mehr packt man auch mal so zwischendrin in den Einkaufswagen. Kennen wir ja alle. Wenn das nur einmal die Woche passiert, spart man natürlich Geld, als wenn das 2 bis 3 Mal die Woche passiert, dass man so ein paar Spontan- oder Lustkäufe mit in den Wagen packt. Das führt mich aber auch direkt zum zweiten Punkt, denn wir halten uns ganz streng im Moment an unsere Einkaufsliste. Heißt, wir kaufen nicht mehr für den Vorratsschrank ein. Ich habe es mal in einem Video erzählt, dass es eigentlich ganz praktisch ist, wenn man beim Wocheneinkauf auch mal 1, 2 Sachen für den Vorratsschrank mitnimmt, die nicht zu sehr ins Budget ausreißen, sodass man sich so einen kleinen Vorrat aufbaut. Beispielsweise habe ich das früher häufig gemacht. Ich habe noch eine extra Dose Tomaten mitgenommen, eine extra Dose Kokosmilch. Müssen natürlich Sachen sein, die sich halten, ist klar. Aktuell muss ich aber ganz ehrlich sagen, es ist so viel teurer geworden. Es ist wirklich
wahnsinnig. Und da zählt einfach doch, wenn man in seinem Budget bleiben will, zählt einfach jeder Euro. Und deswegen haben wir aufgehört, solche Sachen zu kaufen, nur für den Vorrat oder für den Notfall, damit man es dann irgendwann für die Zukunft mal zu Hause hat. Wir kaufen nur noch das ein, was wir für diese eine Woche brauchen. Was ich auch in meinem letzten Alltagsvlog erzählt habe, ist, dass wir keine übermäßigen Snacks und nicht mehr sau viel Süßkram kaufen aktuell. Es ist schön, wenn man diese Sachen zu Hause hat, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt gerade Lust auf Schokolade und gehe an den Küchenschrank und weiß, da ist eine Auswahl an Schokolade. Ich kann mir das nehmen, worauf ich jetzt gerade in diesem Moment Lust habe. Ich persönlich muss aber sagen, ich esse es häufig einfach nur aus dem Grund, weil es da ist. So, man sitzt dann halt abends auf dem Sofa und denkt sich, oh ja, ich könnte jetzt eigentlich so ein bisschen was knabbern. Ein bisschen Schokolade wäre jetzt ganz schön oder weiß ich nicht, Gummibärchen. Gummibärchen sind halt immer so mein Tod. Wenn ich weiß, wir haben eine Tüte Haribo da, dann esse ich sie auch. Egal, ob ich gerade extrem Lust drauf habe oder nicht. Das heißt, ich brauche es eigentlich wirklich. Natürlich habe ich mal so diese Phasen, wo ich dann absoluten Heißhunger habe und wo ich mich dann auch ärgere, wenn nichts da ist. Deswegen nehme ich meistens, also wenn ich jetzt den Wocheneinkauf mache, ich nehme eine Tafel Schokolade oder sowas mit. Also es ist ja schön, wenn ein bisschen was da ist und ich finde, ein bisschen darf man sich auch gönnen, aber halt nicht eine Tafel Schokolade und eine Tüte Chips und noch Nüsse und noch eine Tüte Haribo. Die Priorität liegt im Moment einfach auf dem, was wirklich gebraucht wird. Ganz häufig ist es mir früher passiert, dass ich Sachen in mehrfacher Ausführung in den Einkaufswagen gelegt habe, einfach aus Gewohnheit, weil ich es immer kaufe, ohne aber groß auf den Preis zu achten. Meistens ist das oder war das bei mir bei Obst und Gemüse der Fall. Ganz klassisches Beispiel. Ich habe gerne so ein paar Gurken halt zu Hause, weil ich gerne einfach spontan zum Abendessen einen Gurkensalat mache. Außerdem snackt das mein Sohn auch ganz gerne. Ich habe aus Gewohnheit daher immer so 2 bis 3 Gurken eingekauft, weil ich wusste, so die gehen so oder so weg. Und ihr erinnert euch sicher, dass die Gurken eine Zeit lang extrem teuer waren. Und am Anfang ist mir das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, weil ich nicht aufs Preisschild geguckt habe. Irgendwann habe ich es dann gecheckt. Irgendwann kam dann die Erleuchtung. Und ja, was macht man da? Ich habe nur eine Gurke gekauft und bin halt auf einen anderen Salat ausgewichen. Von daher, haltet die Preise im Blick, auch von den Sachen, die ihr aus Gewohnheit immer einkauft. Guckt immer aufs Preisschild. Guckt euch an, was die Sachen kosten, die ihr einkauft. Das heißt, ihr bekommt dann ja irgendwann halt auch ein Gefühl für die Preise und merkt irgendwann, okay, das ist jetzt gerade aktuell viel, viel teurer als sonst. Wenn das der Fall ist, dann schaut euch nach einer eventuell günstigeren Alternative um, wenn es denn eine gibt. Oder fragt euch, braucht ihr von diesem Produkt jetzt wirklich mehrere oder reicht eventuell eins aus? Oder fragt euch, ob ihr überhaupt mal eine Woche komplett drauf verzichten könnt. Je nachdem, was es halt ist, kommt natürlich drauf an. Wenn es jetzt eine essentielle Zutat für ein Gericht ist, da halt wirklich nochmal überlegen, gibt es da vielleicht eine Alternative oder kann ich das mit irgendwas ersetzen oder ersetze ich dann dieses Gericht komplett vielleicht doch durch ein anderes mit einer Zutat, Hauptzutat, die gerade einfach ein bisschen günstiger ist. Das sind ja Sachen, die kann man dann ja auch noch spontan im Supermarkt machen. Es lohnt sich tatsächlich hin und wieder mal, diese Angebotsprospekte durchzuschauen, die einem, ob man es will oder nicht, in den Briefkasten geworfen werden. Mittlerweile, habe ich auch schon mal erzählt, gibt es aber auch eine App, die heißt Kaufda. Ich glaube, es gibt auch mehrere Apps, aber wir nutzen Kaufda. Und in dieser App werden alle diese Angebotsprospekte gesammelt. Es lohnt sich tatsächlich, seine Speiseplanung auch so ein bisschen auf diese Angebote aufzubauen. Das heißt, am Anfang der Woche, wenn euch diese Prospekte da ins Haus schneien, ist ja häufig samstags, glaube ich, der Fall, guckt die mal durch und guckt, ob da etwas bei ist, was im Angebot ist, was ihr gut für die Speiseplanung verwenden könnt. Häufig nimmt man einfach diese Prospekte und tut sie direkt weg, ohne wirklich reinzugucken. Aber manchmal ist da halt tatsächlich was Passendes dabei. Ich habe ganz häufig die Beobachtung gemacht, dass Samstag gegen Nachmittag, später Nachmittag, Abend viele Sachen reduziert sind von den frischen Sachen, das heißt vom Obst und Gemüse.
Logischerweise, weil sonntags die Supermärkte geschlossen haben und bis Montag würden sich die Waren nicht mehr halten. Die müssten dann weggeschmissen werden. Das heißt, irgendwann samstags gehen manche, auch nicht alle, aber manche Supermärkte halt hin und reduzieren die frischen Sachen. Daher wäre mein Tipp, mal zu diesem Zeitpunkt einkaufen zu gehen. Ich habe beispielsweise schon häufiger im Netto, bei uns ist das so, da wird das so gehandhabt, beispielsweise schon häufiger Samstagnachmittag Obst um 50% reduziert gekriegt. Man hat ja natürlich so ein gewisses Risiko, wenn man zu so einer Uhrzeit einkaufen geht, dass manches dann halt auch schon ausverkauft ist, was man eventuell braucht. Aber was ich auch beobachtet habe, ich mache sehr häufig meinen Wocheneinkauf montagmorgens, direkt, wenn ich meinen Sohn in die Kita gebracht habe. Und da habe ich bei uns im Aldi beispielsweise beobachtet, dass da sehr häufig Milchprodukte reduziert sind, nämlich um 30% ist das meistens. Das sind dann irgendwelche Milchtüten oder auch Sahne, Creme Fraiche und so weiter, die halt jetzt ein verkürztes Haltbarkeitsdatum hat, weil sie von der Vorwoche sind und dadurch werden sie halt nicht mehr zum normalen Preis verkauft, sondern um 30% günstiger. Und in der Regel sind diese Produkte ja länger genießbar, als das Mindesthaltbarkeitsdatum angibt. Passend dazu, bei Lidl, zumindest ist das bei uns so, gibt es eine Ich-bin-noch-gut-Kiste, so heißt sie, glaube ich. Bei uns im Lidl steht eine im Kühlfach mit gekühlten Artikeln und eine irgendwo in einem Regal bei den Angeboten mit, Produkten, die nicht gekühlt werden muss, und in dieser Kiste landen Sachen, die auch kurz vorm Ablaufen sind und dementsprechend nicht mehr zum normalen Preis verkauft werden dürfen und da sehr stark reduziert sind, und es lohnt sich, auch immer kurz in dieser Kiste vorbeizuschauen, meiner Meinung nach. Vielleicht passt etwas daraus einfach prima in eure sowieso schon gemachte Speiseplanung. Hier muss man aber so ein bisschen vorsichtig sein, weil man sich sehr schnell dazu verleiten lässt, dann halt doch Sachen zu kaufen, die man eigentlich gar nicht braucht, eben weil sie günstiger sind. Ne? Deswegen Tipp Nummer 2, immer an die Einkaufsliste halten, nicht vergessen. Eine Sache, die eigentlich so simpel ist und die ich auch schon häufiger erzählt habe, im Discounter einkaufen. Für manche ist das ja tatsächlich so eine Art No-Go, aber ich stehe da halt voll hinter. Und ich finde, mittlerweile sind die Discounter eigentlich so gut ausgestattet, dass man da eigentlich alles bekommt, was man braucht. Also ich finde, wenn ich meinen Wocheneinkauf bei Aldi mache, eigentlich fast alles, was ich brauche, immer da. Für diejenigen, die sagen, okay, für mich kommt jetzt nur ein Einkauf im Bio-Supermarkt in Frage, kann ich verstehen. Da passt dieser Tipp dann halt natürlich nicht gut. Aber halt die anderen Tipps kann man dann ja auch gut anwenden. Aber falls ihr euren Wocheneinkauf oder Einkauf generell lieber im Rewe macht, weil ihr erstens meint, im Discounter bekommt ihr nicht alles, oder der Meinung seid, Marken sind besser, ja, da stimme ich einfach überhaupt nicht zu. Teurer bedeutet nicht immer gleich besser. Häufig sind die Eigenmarken der Discounter genauso gut. Ich habe unter einem anderen Video, wo ich das auch schon mal als Tipp genannt habe, auch das Gegenargument bekommen. Wenn man jetzt beispielsweise, ich glaube, da war das Beispiel Edeka, wenn man im Edeka einkauft und da aber nur auf die Markenprodukte zugreift, ist das preistechnisch, kommt es auf gleiche raus, wie wenn man den Einkauf im Discounter bei Aldi oder bei Lidl machen würde. Das mag sein, weil für manche ist halt so dieses Einkaufserlebnis in einem wunderschön hergerichteten neuen Edeka natürlich, ist es natürlich viel schöner als jetzt in einem Aldi, die ja teilweise auch wirklich noch runtergeranzt sind. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, zu welchem man geht. Es gibt ja jetzt auch viele neue oder viele werden ja auch renoviert. Ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, wenn man sich an seine Einkaufsliste oder dann auch wirklich strikt hält. Aber ich persönlich werde in einem schön hergerichteten Edeka, Hit oder Rewe viel eher dazu verleitet, Impulskäufe zu tätigen, als bei Aldi. Bei Aldi passiert mir das nicht, weil da das Sortiment eigentlich immer recht gleich ist. Während es bei den anderen Supermärkten einfach ständig irgendwelche Aktionsprodukte gibt oder irgendwelche Limited Editions von irgendwelchen Schokoladen. Und das sind dann halt so die Sachen, da stehe ich dann da und denke, boah, das klingt mega lecker, das muss ich haben, und kaufe es ein. Kennt ihr dieses Extreme Couponing aus den USA?
Ich liebe das ja. Ich habe eine Zeit lang so gerne diese Sendung geguckt, weil ich es einfach so krass fand. Und ich habe mir immer gewünscht, boah, ich wünschte, es wäre auch hier möglich. Ich würde das machen. Ich würde das so machen. Ich würde eine Wissenschaft rausmachen aus diesem Couponing, weil ich das einfach mega finde. Aber ja, in diesem Ausmaß ist das bei uns in Deutschland nicht möglich. Mittlerweile gibt es aber viele Apps oder beziehungsweise viele Supermärkte oder halt auch die Drogerien haben mittlerweile ihre eigenen Apps und in dieser Apps werden Coupons freigeschaltet. Und mit diesen Coupons auf bestimmte Artikel kann man deutlich Geld sparen. Das heißt, man kauft dann das Produkt, das, für das es gerade einen Coupon gibt, kauft man ein. An der Kasse scannt man dann kurz so einen QR-Code ein und dann wird dieser Prozentbetrag ist es häufig, einfach dann wieder vom Preis abgezogen. Und da kann auch ordentlich was zusammenkommen, vor allem, weil man auch ja, mehrere Coupons gleichzeitig nutzen kann. Ich nutze die App sehr gerne und ich nutze sie aber eigentlich hauptsächlich für den Drogerieeinkauf. Also DM und auch Rossmann haben beide eine super App, wie ich finde. In der Rossmann-App beispielsweise gibt es eigentlich immer einen 10% Gutschein auf den gesamten Einkauf. Payback nutze ich nicht. Einfach, weil ich das Punkteprinzip nicht mag. Da musst du ja erst Punkte sammeln und dann kannst du dir da irgendwann einen Gutschein für holen. Das mag ich einfach irgendwie nicht. Aber auch hier muss man bedenken, es wird einem nie irgendwas geschenkt. Wird ja auch gerne, gerade auch bei Payback, immer wieder kritisiert, dass man im Prinzip ja seine Daten verkauft. Das ist halt eine Sache, das muss jeder für sich persönlich irgendwo abwägen. Ich persönlich nutze die DM und Rossmann-App. Sehr gerne. Was vielleicht auch ganz gerne vergessen wird, ist der Pfand. Zumindest geht es uns so. Ich habe ständig vergessen, die Pfandflasche mit zum Einkauf zu nehmen. Und das ist eine Sache, die versuche ich mir gerade anzugewöhnen, dass ich zu jedem Wocheneinkauf auch wirklich dann so die Pfandflaschen aus der Woche mitnehme. Und jetzt, wo ja auch Pfand nicht nur auf Flaschen ist, wo kohlensäurehaltige Getränke drin waren, sondern auch auf Saft beispielsweise, ist das bei uns halt doch so ein bisschen mehr. Je nachdem, wie viel man trinkt, kommt da ja vielleicht doch schon so ein bisschen was zusammen. Und das heißt, das wird ja an der Kasse dann wieder abgezogen und das sind dann vielleicht ja so ein paar Euro, die der Einkauf dann halt nochmal günstiger ist. Ich meine, man hat ja das Geld zu einem anderen Zeitpunkt schon bezahlt und außerdem, ja, es reduziert halt auch so ein bisschen das Chaos, weil nicht mehr wochenlang die Pfandflaschen in irgendeiner Ecke rumstehen, wie das halt bei uns häufig der Fall war. Das heißt, denkt an euren Pfand, nützt niemandem, wenn die Flaschen in irgendeiner Ecke in der Wohnung zu Hause rumgammeln. Sind ein, zwei Euro, die nochmal eventuell von der Schlussrechnung abgezogen werden, aber denkt dran, Kleinvieh macht auch Mist. Und gerade jetzt, wo alles so extrem viel teurer geworden ist. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, nicht vergessen, Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das im Moment handhabt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.